So, bevor wir zu der Probeklausur gekommen sind, ich habe gesehen oder gehört, so beim Durchlaufen, so viele von Ihnen haben es noch gar nicht angeguckt, deswegen ist die Frage, was nachher sinnvoll machen kann. Wollte ich Ihnen heute noch was quasi mehr als einen Advanced Organizer geben, nämlich zum Thema Planung von Materialien fürs System. Es klingt zum Vorlesung, dann können Sie nachher noch beurteilen, können Sie ins E-Lesser reinschreiben, ob es jetzt besser war als Selbststudien oder nicht, aber einmal noch ein abschreckendes Beispiel, damit Sie wissen, wie gut sind es eigentlich an die ganze Zeit? Also, wo sind wir in Advanced Organizer Planung von Materialien inklusive Simulation? Also, wie kommt man eigentlich drauf, ein vernünftiges Materialflusssystem zu planen? Was gehört dazu? Und wie und alle diese Themen haben wir eigentlich besprochen, bis auf Lehrer, Planung und Simulation. Den Ist-Zustand aufzunehmen, eigentlich muss man immer sagen, was ist, wo wollen wir denn hin? Und um das zu wissen, muss man als das wissen, wo steht man eigentlich. Dann gibt es typischerweise verschiedene Verfahrensmodelle, immer verschiedene Planungsstufen vom Groben ins Feine. In jeder dieser Stufen muss man Planungsvarianten bewerten, in Aussichtsreiche und Nicht-Aussichtsreiche. Dann muss man ein Layout dazu planen. Man muss gucken, wie man denn auf eine vernünftige Verfügbarkeit kommt. Damit haben Sie in der letzten Fallstudie auch was angesetzt. Und mit Hilfe von Simulationen kann man doch genauer feststellen, ob die Erwartung an die Leistungsfähigkeit der Anlage erfüllt wird. Ist Aufnahme. Wir haben ja schon über die statistische Auswertung gesprochen. Es geht darum, festzustellen, welche, wie der aktuelle Zustand ist und wie er zu beurteilen ist, für verschiedene Zwecke, eben nachher der Planung. Was muss man typischerweise bei der Ist-Aufnahme alles analysieren? Die Prozesse des Materialflusses, also von der Planung, wie plane ich überhaupt den Materialfluss, Beschaffung, Herstellung, Lieferung und Rücklieferung oder zwischen G. Dann, wie findet der Informationsfluss statt? Auf welcher Ebene Lage, Verwaltungssystem, Planungs-, Produktionsplanungs- und ERP-System, Personal, Verwaltung und Controlling. Welche Güter habe ich, mit welchen Abmessungen, Volumen, Gewichten, mit welchem Durchsatz? Und was sind meine Fördermittel? Welche Kapazitäten haben Sie, welche Grenzdurchsätze, welche Flächenbedarfe? Dann haben wir meistens mit Produktion zu tun, also welche Stückzahlen, mit welcher Fertigungstechnik, mit welchen Durchlaufzeiten. Und welche notwendigen Beständen, wie man auf die Bestände kommt, können Sie in der Vorlesung im diesjährigen Sommersemester lernen, was Sie vor alles gelernt haben. Dann gibt es Daten des externen Warentransports, wo sitzen Ihre Lieferanten und Kunden, in welchen Mengen und welche Entfernungen sind dabei zu bewältigen. Und dann geht es eben auch um betriebswirtschaftliche Daten, was haben Sie investiert, was sind die Betriebskosten und dann gibt es eben sonstige Parameter. Und diesen Teil kümmern wir uns im Wesentlichen um in der Vorlesung Logistik. Materialfluss hat sich so im Schwerpunkt um das Innerbetriebliche gekümmert, die Logistik dann für das Zwischenbetriebliche. Wenn man das dann untersucht, dann braucht man sogenannte Ablaufstudien. Wir werden nachher über das Thema Wirkstromanalyse sprechen, was wir jetzt machen. Was ich hier vorstelle, ist der VDI-Materialflussbogen, mit dem man auch Vorgänge beschreiben kann, standardisiert bezeichnen und Entfernung bestimmen kann. Auch eine sehr gute Methode, um festzustellen, welcher Aufwand eigentlich davon vorkommt. Hier sehen Sie den Vorgang, dann können Sie das charakterisieren, in Verarbeiten, Bewegen, Lagern und zum Aufteilen prüfen, dann welche Menge, in welcher Einheit, in welche Entfernung, mit welchen Fördermitteln, welche Arbeitskräfte dann beteiligt waren und dann kann man Einzelzeiten damit ermitteln. Also auch eine sehr lohnenswerte Methode, um zu einer strukturierten Aufnahme zu kommen. Dann müssen Sie Belastungsstudien machen, nämlich wie viel. Das ist insbesondere auch bei der Personaleinsatzplanung spannend. Wie ist eigentlich das Verhältnis von Nutzungshauptzeit zu Fördermittelzeit? Also zu der Zeit, wo Sie etwas nutzen, was Sie überhaupt brauchen. Sie erinnern sich an diese verschiedenen Zeitarten. Fördermittelzeit kann Nutzungszeit sein, aber Nachzeit. Bei der Nutzungszeit gibt es Haupt- und Nebenzeiten. Zum Beispiel eben Last und Neben, Last halten. Und Nebenzeiten wie Leerfahrten, Leerwendler, Analysefunktion. Ja? Und das ist eigentlich, dass man wissen will, den Zeitnutzungsgrad, wie viel Prozent der Zeit nutzt man denn etwas. Tatsächlich, die Kollegen von Ihnen, die bei der Hochschulgruppe aus der Verschwendungsanalysen gemacht haben, die kennen das ähnlich. Was ist wertschöpfende Zeit, was ist nicht wertschöpfende Zeit. Das kann man natürlich nicht nur auf menschliche Arbeit, sondern auch sehr gut auf Parameter anwenden. Und dann können Sie bis zu stark darstellen, zum Beispiel mit diesen Symbolen, die Sie ganz am Anfang kennengelernt haben, oder gewartet von Zeugen zusammengeführt. Eine sehr gute Darstellungsmöglichkeit, um klarzumachen, wie gut eine Einrichtung funktioniert, ist die sogenannte Senki-Diagramm.
Das Enkel-Diagramm bringt die Materialflussinformationen in eine geometrische Beziehung, nämlich zwischen Quelle und Senke. Die Dicke der Linien, die zeigt an, wie viel transportiert wird. Typischerweise macht man das dann in Masse, also mit einer Masse in Kilogramm oder in Volumen. Das ist aus einem echten Projekt ein Werk, was nicht so richtig gut ist, das glauben Sie mir wahrscheinlich. Ja, also es hat hier nicht mal Brigitte Schiedmusterhofen, damit würde man Brigitte Unrecht tun, sondern das handelt sich um einen Materialfluss in einem Werk, was in echten Schwierigkeiten ist, man ahnt. Wir haben ein paar Dicke-Beziehungen, aber sehr viele Fehler kreuzen wir durch das ganze Werk. Senkdiagramme kann man einmal sozusagen auf den direkten Weg machen und mit ein bisschen mehr Arbeit kann man es dann auch umlegen auf die Wege, um zu sehen, wie viel wohin fährt. Also das ist eine sehr gute Möglichkeit, neben den Materialflussmatrizen, die Sie kennen, die der Rechner mag, einen Menschen vor Augen zu führen, was denn da passiert. Und in dem Fall auch, wenn man den Werkleiter dann nicht mehr sagt, dass er da ein großes Problem hat. Das hat er sofort gesehen. Was kann man auch machen? Layout-Zeichnungen braucht man häufig. Über Tabellen und Matrizen haben wir bereits gesprochen. Karten haben Sie gesehen, Regelnetze. Und was ich besonders ans Herz legen möchte, ist die Wertschöpfungsanalyse und ereignisgesteuerte Prozesskette. Wertstromanalyse, was ist ein Wertstrom? Wertstrom ist alles das, was dazu führt, dass sozusagen Werte geschaffen werden, also zum Beispiel die Montage des Verordnungs, also der Strom anhand der Kontrolltechnik leicht zu erkennen. Hier zum Beispiel diese Spielzeugkarte ist ein bisschen schwieriger, aber am Ende ist es auf jeden Fall ein Wertstrom. Grundsätzlich haben Unternehmen drei Formen von Wertströmen. Man entwickelt ein Produkt. Es gibt Unternehmen, die leben nur von der Produktentwicklung, wie diese Engineering Companies, zum Beispiel Porsche macht das, oder hat früher vor allen Dingen sehr viel im Auftrag gemacht. Man produziert etwas oder man hält etwas in Stand und am Laufen. Auch das ist wertschöpfend, ne, wenn sich das merkt. Alle die Leute, die zum Beispiel einen Hummer 75 hatten oder damals in Honda diesen Rover, der nicht mehr unterstützt wurde, wenn sie keine Ersatzteile mehr bekommen, dann stellen sie plötzlich fest, dass es eben auch wertschöpfend ist, etwas am Laufen zu halten. Wir haben Institut, wenn es nur kein Ersatzteil für Messgeräte gibt. Das sind im Prinzip die drei. Wir gucken mal auf das Thema Produktion und Logistik. Wertstromdesign ist eine Methodik, um Wertströme zu gestalten. Wertströme sind eben alle Aktivitäten, egal ob sie jetzt wertschöpfend sind oder nicht wertschöpfend sind, um aus einem Rohmaterial ein Produkt zu machen, was jemand in der Hand halten kann. Und Wertstromdesign ist eine Methode, um das systematisch zu verbessern und zu machen und den Wertstrom zu gestalten, sodass Sie als Führungskraft und mit Ihren Mitarbeitern gemeinsam einen solchen Wertstrom umsetzen und verbessern können. Ja. Die Idee oder formalisiert wurde es von Mike Rother, der sehr viel mit Toyota zu tun hatte und basiert auf Tools, die Toyota schon länger im Einsatz hat. Was ist der Kernpunkt? Und zwischendurch habe ich mal, also ich beschäftige mich mit dem Thema auch schon über viele Jahre, gut 20 Jahre, zwischendurch habe ich irgendwas anderes kommt bei mir wieder auf andere Gedanken. Zurzeit bin ich wieder zurück bei Kursmärkten und sage, was man wirklich machen muss, ist das Thema Verschwendung erstmal zu sehen und dann Verschwendung zu vermeiden. Das heißt, Verschwendung ist all das, was Sie tun, was aber den Wert des Produktes in den Augen des Kunden nicht erhöht. Ja. Das heißt, also Kosten erzeugt, ohne dass es Aussichten gibt, dafür irgendwas zu erhalten. Ja. Das kann sein, Sie laufen, suchen, Sie verbrauchen Strom im Standby, Sie arbeiten etwas nach, Sie rüsten um, Sie haben viel zu große zurückgelegte Strecken, wie Sie das zum Beispiel an diesen Senkdiagramm gesehen haben. Sie haben Geld und eine Handhabung, weil Sie etwas dauernd in die Hand nehmen, möglicherweise wegen schlechter Zustände. Sie haben Bestände, die Sie nicht benötigen. Sie haben Maschinenausfälle und Bandstopps. Ursachen dafür können sein, schlechte Ordnung und Sauberkeit. Sie arbeiten mit Material, das schon beschädigt ist, oder Werkzeuge, die Ihnen gar nicht das leisten können, was Sie davon wollen. Oder es fehlen Ihnen Informationen, um etwas ordentlich zu machen. Und deswegen, so fängt man eigentlich ganz gut an, auch bei der Schulung, das macht sie auch bei der Schulung, man fängt bei den Leuten an, mal Verschwendung zu erkennen. Das heißt, also gucken Sie jemanden zu, überlegen Sie, was die Person tut und überlegen Sie nachher davon, welcher Teil davon war wertschöpfend und welcher Teil war nicht wertschöpfend. Eine gute Gelegenheit, das zu tun, ist die Mensa, wenn Sie da anstehen, an dem, also die Kommission nicht unbedingt angucken, ist
auch nicht wertschöpfend, wenn man da in der Schlange steht, es sei denn, man hat ein gutes Gesprächsthema. Aber gucken sich solche Leute dann, die dort arbeiten, an. Ne? Gucken sich, ob die das gut organisiert haben. Ne? Das wäre zum Beispiel ein Problem. Also, wie viel der Zeit, welcher Anteil der Zeit gemacht hat, sind wertschöpfend im Sinne von, sie kriegen was zu essen und wie viel Prozent der Zeit sind was anderes. Und was versucht Wertstromdesign zu tun? Dann die von mir noch eben zu präsentierenden Prinzipien umzusetzen und versuchen zu erkennen, warum eigentlich Verschwendung existiert und dann um diese zu vermeiden und eben schnell einen Zusammenhang zwischen Informationsfluss und Materialfluss darzustellen und einen Ist-Zustand zu skizzieren. Ja, das ist eine normierte Beschreibungsweise, die dann jeder Eingeweihte recht schnell lesen kann. Also wenn Sie irgendwo hinkommen und das gemacht haben und jemand zeigt Ihnen, ich erkläre Ihnen mal hier die Fertigung, ein Beispiel dieses Wertstroms, dann können Sie inzwischen, das muss sagen, das Tool hat sich in den letzten 10 Jahren sehr gut durchgesetzt, können Sie vielen Leuten, wenn Sie zügig erklären, wie etwas funktioniert, und Sie brauchen nur Bleistift und Papier, um das zu tun. Es gibt verschiedene Ebenen, auf denen man das betreiben kann. Die unterste Ebene ist, man macht es auf der Ebene der Prozesse, quasi von linker Hand bis zur rechten Hand oder für jeden einzelnen Prozessschritt technisch. Man kann es von einer Rampe zur Rampe-Ebene machen, sozusagen, wo man größere Einheiten zusammenfasst. Und wir haben es auch schon gemacht, über mehrere Werke hinweg bis zu einer Supply Chain von den Lieferanten in einer Region bis zu den Kunden in einer anderen Region. Typischerweise fängt man an, also auf so einer Rampe zur Rampe-Ebene, das ist eine gute Ebene, um zu starten. Wie macht man das? Typischerweise, um nicht viel Arbeit zu erfinden, man konzentriert sich auf eine Produktfamilie. Das heißt, alle diejenigen Produkte, die ähnliche Verarbeitungsschritte durchlaufen und ähnliche Maschinen durchlaufen, am Ende ein Produkt ergeben. Sie fangen immer an beim Kunden, also was kommt am Ende raus und versuchen das zu verfolgen. Und Sie sollten beschreiben, was für Produkte sich handelt, also wie viele verschiedene Endprodukte gibt es, was braucht der Kunde davon, wie sehr schwankt denn die Nachfrage, wie oft holt er ab, in welchen Behälter liefern Sie eigentlich. Und typischerweise macht man diese Wertstromanalyse Produktfamilie für Produktfamilie, legt man das auf, wobei es schlauer ist, erstmal analysiert was, dann verbessert was, dann implementiert was und dann analysiert man das nächste. Natürlich mit dem Ziel, dass irgendwann mal alle Leute damit machen. Die Darstellung ist standardisiert, so aufgebaut, es gibt immer eine Kundenebene, da steht, was der Kunde will. Dann gibt es eine Prozessebene, was physisch tatsächlich passiert. Dann gibt es eine Zulieferebene, wo die Teile herkommen. Und verbunden wird das Ganze durch eine Steuerungs- und Planungsebene, die dann den Informationsfluss modelliert. Hier sind nur ein paar der typischen Symbole erklärt. Also der Kunde wird zum Beispiel üblicherweise in unserer Fabrik mit Checklöchern dargestellt. Da steht dann mein Weg, dass der Kunde 18.000 Pferde Stück im Monat will, davon 9.000 Pferde A, 9.000 B. Im Durchschnitt 50 Stück pro Auftrag, die schwanken zwischen 25 und 200, Behälter hat 20 Stück und 2 Schichten Arbeit. Ja, da könnte man auch dazu sagen, was sind die mittleren Kunden, was sind die Schwankungen, das sieht man hier, da können Sie es noch statistisch hinterlegen, wer ist noch besser. Auch wichtig ist, wann und wie arbeitet er denn. Dann gibt es die Prozesse im physischen Fluss, da steht dann drin typischerweise die Zykluszeit und die Rüstzeit. Die Zuverlässigkeit des Prozesses, hier ein manueller Prozess, deswegen 100%, und wie lange am Tag der Prozess eigentlich dasteht. Die können Sie noch ergänzen, die Losgrößen, Ausschüsse, Nacharbeitungsrate und Zahl der Mitarbeiter. Das sind die. Wenn der Fluss zum Erliegen kommt, dann zeichnen wir allgemein so ein Dreieck hin mit dem I für Inventory und da schreiben Sie dann ein, wie viel Bestand Sie denn eigentlich gefunden haben. Hier in dem Fall 4.600 Stück von A, 2.400 von B. Dann gibt es Transporte. Dieser gestrichelte Pfeil, das ist ein sogenannter Push-Pfeil, können Sie vorstellen, die schieben Sie zusammen, weil Sie das von der Anfläche hier schieben. Externe Transporte mit LKW und Frequenz. Und Steuerungsprozesse kann man dann mit Informationsfluss elektronisch wenn Sie anfangen, gibt es häufig eine sogenannte OC-Planung, überall da, wo jemand morgens erstmal mit dem Zettel und einem Bleistift rausgeht und sagt, ich zähle erstmal, was ich habe und was ich brauche, dann ist man bei der sogenannten OC-Planung, das heißt, man guckt es vor Ort an. Sehr häufig kriegen Sie eine Beschreibung, dass jemand sagt, das macht also unser SAP oder unser ERP-System und wir machen nur das,
Wenn das mit von Bewusstsein und Überzeugung kommuniziert wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass in Wirklichkeit ein Vorarbeiter, ein Schichtleiter, ein Teamleiter, ein Meister morgens einmal rumgeht und guckt, was denn was dann gebraucht wird. Und dann gibt es dann meistens so eine Meisterbesprechung, wo man sich abstimmt, was man wirklich macht, was in den IT-Systemen steht. Wenn Sie das alles aufgenommen haben, dann könnt ihr über jeden Prozess sagen, wie lang davon die Wertschöpfungszeit ist oder Bearbeitungszeit. Und wenn Sie Bestand gefunden haben, dann können Sie dafür die Durchlaufzeit ermitteln, nämlich indem Sie den Bestand nennen, die wieder durch den täglichen Kundenbestand. Sie erinnern sich an Mittels Gesetz, ne? NW, die Anzahl, ist gleich TW mal Lambda. Ne? Wenn Sie das umdrehen, dann kriegen Sie NW durch Lambda. Ne? Und wenn Sie meinetwegen 60 pro Stunde brauchen, dann ist der Kundentakt eben eine Minute. Und wenn Sie dann 100 Stück da warten haben, in 100 Stück warten, dann im Durchschnitt 100 Minuten, bis Sie das fertig haben. Und dann kann man eine solche wunderbare Zeitreise zeichnen. In dem Fall, von dem Beispiel, kommen wir auf 23 Tage bei einer Bearbeitungszeit von 20 Sekunden. Das klingt ganz fürchterlich, ne? Das sind also etwas mehr als 3 Minuten auf ungefähr 30.000 Minuten. Ja, also das ist so der Faktor 100, ne? Das heißt 1% Bearbeitungszeit und 99% Wartezeit. Hoch kommt das raus. Wenn Sie das mal ernsthaft machen, ich kann mich erinnern, im letzten Herbst hat man eine Wertschöpfungsaufnahme gemacht, da war der Wertschöpfungsanteil 0,1 Promille an der gesamten Durchlaufzeit. Ja, so etwas kann es geben. Und es ist natürlich, ich kann mich erinnern, wie damals den Produktionsanteil, wie können Sie 0, da war die Frage, wie können Sie 1 Promille Wertschöpfungsanteil an der Durchlaufzeit kriegen, indem man seine Wartezeit um ein Zehntel reduzieren, oder auf ein Zehntel reduzieren, waren Sie ganz sechs. Ja, aber das ist der Unterschied, es gibt Leute, die wissen, wie diese Anteile sind, und es gibt Leute, die es nicht wissen. Es ist natürlich bei Prozessen, die sehr schnell gehen, sehr viel schwieriger, ein gutes Verhältnis hinzukriegen. Und deswegen darf man sich da auch nicht irritieren lassen. Also die besten Prozesse, die man so kennt, ist in der Halbleiterei. Da ist dann ungefähr die Durchlaufzeit 3-mal so lange wie die Bearbeitungszeit, und die wollen Richtung 2. Das liegt aber daran, dass es natürlich sehr, sehr viele Prozesse sind, die immer relativ lange gehen. Ja? Und je schneller sie sind, desto schwieriger ist es. Es gibt noch mehr Symbole, also wir werden hier die Prozesstesten, Buschbein, Fertigwaren, Brötchen, dann braucht man zur Entkopplung, man kann FIFO warnen oder man hat einen Puffer oder Sicherheitsbestand, mit dem man sich entkoppelt oder einen sogenannten Supermarkt, das ist ein Lager, oft als, oder üblicherweise als Durchlauflager gemacht, das kennen Sie, wo es einen Minimalbestand und einen Maximalbestand gibt und eine klar zugeordnete Sachen oder zwischen Teilen. Dann gibt es unseren Entnahmeprozess durch einen Wiener und das sind die Symbole für Ausschuss. Nacharbeit. Dann gibt es natürlich, wenn man das schlank gestalten will, verschiedene Kanban-Symbole, ein Produktionskanban und ein Entnahmekanban. Oder ein Produktionskanban erlaubt jemandem etwas zu produzieren, ein Entnahmekanban steuert eine Entnahme aus der Puffer und wird dann üblicherweise ein Produktionskanban umgetauscht. Man kann Lose bilden und muss das auch, wenn man das aufrüsten kann und sammelt die dann in Losbildungsboxen und reden haben wir noch so eine Nivellierung. Gerade letzte Woche hat man den Hochschulleiter in die Nivellierungsschule, um zu erklären, wie das geht. Aber sehen Sie ein bisschen, was in der Vorlesung steht im Sommer. Also, das sind solche Dinge. Ich empfehle Ihnen, machen Sie mit und probieren etwas. Aber der Witz ist, dass das gleichmäßige, dass immer gleiche Symbole sind. Sie fangen immer an beim Kunden. Fragen Sie, was braucht er eigentlich? Warum braucht er was bei uns? Verwenden Sie diese Standardsymbole. Bilden Sie einmal ein kurzes Bild von Hand zu Hand und arbeiten dann rückwärts durch. Verlassen Sie nicht auf Standardzeiten, sondern erheben Sie Zeiten selber. Und anschließend bilden Sie den Informationsfluss an und meine Empfehlung da, planen Sie hierfür genügend Zeit ein. Das ist oft die Hälfte der Miete, um herauszufinden, wie denn jetzt wirklich Ihr Mann entscheidet, was als nächstes zu fragen ist. Zu fertigen ist oder zu verschicken, zu verladen ist. Die typische Frage, wie das immer losgeht, wenn Sie hier arbeiten würden, woher wissen Sie, was Sie als nächstes tun? Ja. Diese Frage ist manchmal gar nicht leicht zu beantworten und man muss da Zeit einplanen, um die Leute zu interviewen. Dann zeichnen Sie eine Zeitleiste ein und dann wissen Sie, was Sie im ersten Schritt haben. Ich empfehle immer, dass auf einer, also die klassische Sache ist, machen auf ein DIN A3-Papier
Ich bin mehr Fan davon, tatsächlich Metadatentafeln durch die Fertigung zu schieben oder durch das Logistiknetzwerk zu schieben. Erstens können dann alle gleichzeitig drauf gucken. Man macht das typischerweise so in Gruppen von 3-7. Ja. Können alle gleichzeitig drauf gucken. Zweitens fordert das die Identifikation mit dem Projekt, weil dann jeder fragt, oh, was war mit ihr da? Na, und dann muss man am Ende auch sagen, was dann rauskam. Und das hilft halt auch erheblich, dann wirklich Kommunikation zu erzeugen. Wie sieht sowas aus? Aus dem Buch von Mike Rother. Sie haben zum Beispiel ein Montagewerk, dahin liefern sich diese Teile, wie gerade eben besprochen, 24.000 Stück im Monat. Das ist Ihr Produktionsprozess. Wir stanzen etwas, wir schweißen dann zweimal, montieren das zweimal und dann kommt es in den Versand. Dazwischen immer haben wir Bestände und darunter haben wir die typischen Zahlen für die Prozesse. Wir haben einen externen Transport, täglich stellen wir das den Kunden. Das sind irgendwelche Halter für Kühlung. Und dieser Donnerstag ist jeweils ein Stahlkreuz angeliefert, die 5 Tage dann liefern, bevor wir beginnen. Die Produktionssteuerung, die Sie hier dargestellt haben, ist eine übliche. Sie kriegen gerade im Automobilbereich eine 3-Monats-Vorschau und in den letzten 30 Tagen und tagesgenau. Und Sie kriegen einen täglichen Abrufauftrag und daraus machen Sie einen täglichen Lieferplan. Wir nehmen Sie aus dem Kranichwartlager, versuchen auszulagern und den Gängern mitzugeben. Ansonsten wird mit diesem täglichen Lieferplan möglicherweise noch geguckt, was die Leute alles noch, was man heute schnell fertig schieben kann, dass man es verschicken kann. In der vorliegenden Abteilung kriegen einen Wochenplan, das sind die berühmten Listen, die irgendwo hängen, an denen gearbeitet wird. Der Lieferant kriegt eine 6 Wochen Vorschau, das muss man bei Stahl meistens machen, meist noch länger, und kriegt wöchentlich einen Fax, was wir brauchen. So kann es oft aussehen, und hier ist auch dieses Beispiel, hier haben wir diese Durchlaufzeit. Das ist sehr eng angelehnt an ein reales Beispiel. Wir haben ähnliche gesehen und wir erkennen hier wieder diese Ebenen, den Kunden, den Zulieferer, den Prozess, und die Steuerungs- und Materialisierung. Und das ist unser erster Schritt der Bewusstseinswahrung auch eines Veränderungsprozesses ist, dass er so etwas macht und das können Sie in Lagern genauso gut machen wie in Produktionseinrichtungen und meistens ist das ja auch eng gekoppelt. Warum ist das wichtig? Dann besonders wichtig ist es, das mit Führungskräften zu machen oder das vor Ort zu machen. Damit sich jemand unter Anleitung nochmal genau anschaut, was dann eigentlich getan wird und welcher Teil davon wertschöpfend ist oder welcher Teil auch nicht. Sehr häufig halt, oh, große Katastrophe, wir haben Kostenprobleme und wir wissen gar nicht, was wir tun sollen. Und dann läuft man dann durch und stellt dann fest, dass ein großer Teil der Dinge, die da gemacht werden, gar nicht wertschöpfend ist. Es ist nicht immer leicht, dieselben loszuwerden, aber man hat wenigstens mal die, ich kann mich erinnern an ein Projekt bei einem großen Unternehmen, da sagte dann der Leiter der Logistik, sagt, ah, so, es ist ja schlimm, wie viel wir da gefunden haben an Verbesserungspotenzial. Und dann habe ich gesagt, Herr Soto, es wäre noch viel schlimmer, also die waren damals etwas in Schwierigkeiten, gesagt, es wäre noch viel schlimmer, wir hätten nichts gefunden. Ja, stellen Sie sich vor, Sie werden in Schwierigkeiten in den Fällen nicht ein, dass wir besser machen können, dann müssen wir eigentlich ein bisschen rumdrehen. Ja. Deswegen keine Angst vor schlechten Nachrichten und man muss natürlich sich allerdings auch vornehmen, dass man das mit Anstand macht. Also wenn man dann jeden, bei dem man was gefunden hat, gleich der Schnecke macht, dann können Sie sich vorstellen, dass das nächste Mal die Kooperation dann nicht mehr so ausgeprägt ist. Wie geht es weiter? Dann sollte man einen Sollzustand zeichnen. Einen guten Sollzustand entwickeln, wie könnte es denn überhaupt aussehen? Das Entwickeln von Sollzuständen schafft man selten in einem Schwung. Es hat sich sehr bewährt, in mehreren Schritten vorzugehen. Was ganz gut ist, dass man wirklich mit einer wolkigen Vision startet, die findet irgendwann 2000 XX statt, also wissen nicht mal in welchem Jahr. Und sie versuchen gemeinsam mit den Leuten mal zu sagen, wenn wir neu auf der grünen Wiese bauen könnten, wenn nur die Regeln der Physik gelten würden, was wäre denn das, was wir tun müssten, um mit minimaler Verschwendung dieses Produkt an unseren Kunden zu bringen? Was ist der Witz dieser Vision? Der wesentliche Funktion in diesem Prozess mit den Mitarbeitern und mit den Führungskräften, das zu machen ist, die Augen zu öffnen, dass Dinge auch noch ganz anders sein können. Ja, das Problem ist, die Leute kommen in so einen Workshop und haben gestern noch drum gekämpft, das Teil noch rechtzeitig montiert zu kriegen und noch verladen zu kriegen und da ein Teil, die sind gesperrt und kriegen wir die frei und hier fehlt ein Teil und besorgt es noch
Und deswegen ist es ganz wichtig, sozusagen, wenn man dann in diesen Verbesserungsschritt geht, mal davon Abstand zu nehmen und sich vorzustellen, dass das Leben auch ganz anders sein könnte. Wenn Sie das gemacht haben und eben sozusagen Konzentration auf die reine Wertschöpfung, dann kommt ein Prozess, könnt ihr etwas beschreiben, das könnte ein Zielzustand sein, den man tatsächlich erreichen könnte. Meinetwegen typischerweise würde ich sagen, immer in heute plus 5 Jahre. So, oben meine die Hausnummer. Warum plus 5 Jahre? Normalerweise bei allen ordentlich geführten Unternehmen gibt es für die nächsten 3 bis 5 Jahre klar vereinbarte Budgets, Investitionspläne. Und wenn man da ran will, dann sagt man, da kann man aber schon Vereinbarungen und das geht nicht. Deswegen muss man da einen Zielzustand nehmen, der knapp außerhalb der festgelegten Zeiträume sind. Ne? Den leiten wir natürlich ab im Hinblick auf die Vision, wo müssten wir denn eigentlich hinkommen. Und wenn wir das gemacht haben, da hingekommen sind, dann sollte man sagen, und das ist für den Einstieg ganz gut, man macht einen Zielzustand, der im Jahr, in ungefähr 12 Monaten liegt. Ja. Um das zu entwickeln, braucht man typischerweise ungefähr 1,5 Tage. Also die machen ungefähr die typischerweise ist ein guter Scope für eine Wertstromanalyse, ist 1 bis 2 Tage, nicht länger, dann muss man es so grob machen, dass es nicht länger als 2 Tage dauert. Und diesen Zielzustand zu erreichen, diesen Zielzustand zu definieren, das mache ich auch typischerweise an 2 Tagen hintereinander. Und zwar sozusagen am ersten Tag fängt man an sozusagen mit Zielen, dann kommt eben diese Vision. Und dann kommt sozusagen etwas wie, meinetwegen, 2022. Und dann am nächsten Morgen machen Sie daraus dann, meinetwegen, wo wir jetzt am Ende von 2017 stehen. Ja. Es ist ganz wichtig, dass dazwischen eine Nacht liegt und dass dazwischen die Leute nicht nochmal heimlich oder an ihren Schreibtisch gehen und sich mit ihren täglichen Problemen umschreien. Sonst haben Sie so einen Festhalteeffekt. Dann kann man sich das gar nicht vorstellen, dass es auch anders gibt. Und den Rest dieser 2-Tage-Workshops, den verbinden Sie dann damit, Arbeitspakete und Zielkreuze zu schreiben, indem man quasi diesen Zielzustand heute vergleicht mit Ihrer Wertstromanalyse, ja, also mit dem Wertstrom-Wellstream-Analysis oder Wertstromaufnahme, WSA. Und aus diesem Data, wo wollen Sie in einem Jahr stehen, im Vergleich zu dem, was heute ergibt sich, quasi an jeder Stelle, wo Sie was anderes stehen haben, ergibt sich ein Teilprojekt oder Projekt, wo ich etwas verändern muss. Ja. Und für jedes dieser Teilprojekte empfehle ich mindestens ein Zielkreuz zu schreiben. Das heißt also, was wollen Sie tun, für wen tun Sie das, was sind die abzuliefernden Ergebnisse und woran messen Sie die Ergebnisse. Und wenn man dann diese ganzen Zielkreuze hat, dann kann man diese Zielkreuze in einer Reihenfolge bringen. Wo fängt man an? Und wie geht es weiter, damit wir nicht alles gleichzeitig machen. Also die größte Gefahr immer bei allen wohlmeinenden Leuten, überfällt mich manchmal auch, aber man versucht alles zu machen und zwar alles gleichzeitig. Und das war lauter Task-Switching, das erkennt ihr noch aus dem Kapitel 2, wenn Sie dauernd umschalten, ja, dann haben Sie zu viele Schaltverluste und dann wird nichts. Deswegen ist es wichtiger, dass man versucht, das merken gerade jetzt im Projekt, es waren 12 Pakete, wir versuchen, die in jeweils 3 Pakete zu isolieren, von denen wir jedes in 90 Tagen ungefähr bearbeiten wollen. Ja, das ist besser, man arbeitet an wenig und macht das fertig, als an vielen gleichzeitig. Man muss dann nur gegenseitig in Meetings gehen, wo man sich gegenseitig gesteht, was man alles nicht geschafft hat. Das passiert Ihnen bestimmt nicht, aber mir ist es schon mal passiert. Und Sie müssen nicht alle Fehler, die ich gemacht habe, auch machen. Ja. Also so etwas muss man sich sagen, das ist der Weg. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, und damit verdient auch das Institut ab und zu mal sein Geld und andere auch, wie gestaltet man denn einen solchen Wertstrom? Was macht man denn typischerweise? Ehrlich gesagt kann ich das so leicht nicht lehren. Das würde ich gerne können und ich würde vielleicht auch gerne nochmal ein Buch schreiben, aber im Moment bin ich noch nicht schlau genug, um das zu tun. Also wie gestaltet man einen guten Materialfluss? Aber ich bin Ihnen ein paar Anregungen, wie das denn gehen kann. Typischerweise, auch wenn Sie das in der Praxis machen, und dann hoffe ich, dass Sie das mal dürfen, da gibt es eigentlich immer 3 Schritte. Das erste ist standardisieren. Das heißt,
Sie versuchen überhaupt mal festzulegen, wie etwas funktionieren soll. Ja? Weil oft ist man in der Situation, der Disponent A macht so rum, der Disponent B macht andersrum, der Meister in der Frühschicht macht es anders als die Leute in der Spätschicht. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man am Anfang mal ganz klar feststellt, wie soll es denn hier eigentlich funktionieren. Dann kommt der nächste Schritt, das ist das sogenannte Standardisieren. Sie versuchen das, was Sie sich vorgenommen haben, auch tatsächlich zu tun. Ja. Bei dem Projekt, das wir gerade vor 2 Wochen, wo ich mit Herrn Kudert war, da haben Sie schon festgestellt, die haben versucht, ihre Produktion mit viel zu wenig Beschäftigten zu betreiben. Sie haben in dem Bereich Warten und Bedienen gelernt, dass Varianz mit hoher Auslastung verbunden zu Beständen und zu Durchlaufzeiten führt. Die haben es versucht, mit weniger zu betreiben, als man bräuchte. Hat nicht funktioniert. Deswegen wird dauernd alles durcheinander geschmissen und keiner fühlt sich dafür verantwortlich, dass irgendwas funktioniert. Deswegen ist der nächste Schritt stabilisieren und danach kommt das Thema verbessern oder optimieren. Ja? Also optimieren im Sinne von verbessern. Weil was das wahre Optimum ist, das weiß eigentlich keiner. So. Also das zum Thema Ehrgeiz, das ist manches ist eben erstmal führbar machen. Und was heißt führbar? Man muss als Führungskraft verstehen, was, und alle müssen sich einig sind, was denn hätte eigentlich passieren sollen und was denn das Notwendige, was das Ergebnis eines Arbeitsprozesses hätte sein sollen. Ja? Sie müssen einen Effekt erzielen, dass die Leute bei einem standardisierten Thema sagen sollten, auch wenn es nicht geklappt hat, sagt, dass jeder sagt, aber eigentlich hätte es klappen sollen. Ja? Was ihnen nichts hilft, sind ehrgeizige Ziele, wo dann ihre Mitarbeiter zu ihnen sagen, aber Herr Fuhrmann, das haben wir doch schon vor 2 Wochen gewusst, dass das nicht funktioniert. Ne? Sondern es muss so sein, Mensch, das hätte jetzt eigentlich klappen sollen. Ne? Was wirklich klar ist, auch wenn man sich was vornimmt, das klappt nicht immer gleich. Ja? Wichtig ist sozusagen, mit welcher Haltung man da rangeht, so nach dem Motto, ich sage, wenn es nicht klappt, oder Scheiße, das hätte eigentlich funktionieren müssen. So, was macht man? Das erste ist, sogenannte Supermarkt-Kühlsysteme dienen der Entkopplung von Prozessen. Das heißt, viele oder auch die Theorie hinter den Produktionsplanungssystemen ist typischerweise, dass alle Prozesse determiniert sind und dass alles ineinander greift wie die Zahnräder an einer Taschenuhr. Das würde aber nur funktionieren, wenn das alles fehlerfrei funktioniert, das ist nicht. Und deswegen muss man Prozesse voneinander entkoppeln. Und das ist so der Sinn dieser sogenannten Supermarktsysteme, wo man dann sagt, okay, ich habe von allen Teilen definierte Menge bereit und wir entkoppeln Kreisläufe voneinander. Warum? Damit eine Störung in einem Bereich nicht zu 1000 Störungen woanders führt. Ja. Die letzte Sitzung, die ich zu meinen Zeiten bei Bosch Thermotechnik hatte, war wie folgt, es gab eine monatliche EPS, Erzeugnisplanungssitzung, und da trafen sich der Preisvorstand für die Produktion und ich war in dem Bereich für die Logistik zuständig, und per Webkonferenz waren alle ausländischen Werke zugeschaltet mit der Produktion zu Logistikleuten, und das Werk an den Standort, da war noch Vertrieb da und Produktmarketing, und man hat darüber geredet, was man denn so gekonnt hat in letzter Zeit. Ne? Und es ging los damit, warum hatten wir denn eine schlechte Liefererfüllung beim Produkt XY? Also ich weiß nicht mal, was das Produkt war. Und dann sagte der Fertigwaren-Zuständige, sagte, ja, kein Problem, Herr Fuhrmanns, wir hätten es ja geliefert, aber die Montage hat nicht geliefert. Also gucken alle Leute den Montagemenschen von dem Werk an. Dann sagt er, ich hätte ja montiert, jedoch, es fehlen mir die Zukaufteile. Alle gucken den Zukaufteilebeschaffer an und sagen, warum hast du denn die Teile nicht beschafft? Ich hätte euch ja die Teile beschafft. Aber vor 2 Wochen haben wir kurzfristig die Beschaffungspläne geändert, weil wir in unserer Blechteileproduktion ein Problem hatten und deswegen ist der Lieferant aus dem Rhythmus gekommen und deswegen sind uns die Rohlinge für so und so ausgegangen. Alle gucken alle Leute den Blechteilefabrikanten an, das sagt der Blechteilefabrikant. Leute, es stimmt schon, dass wir da ausgefallen sind. Allerdings muss ich zugeben, wir haben, und müssen wir doch zugeben, vor 3 Wochen haben wir unsere definiertes Wartungsfenster verschoben, weil wir ganz dringend noch was anderes machen müssten und es ist gekommen, wie es kommen musste. Unsere Presse ist kaputt gegangen, es dauerte 3 Tage, die wieder in Stand zu setzen, deswegen konnten wir keine Presszeit von uns geben. Ne? Warum haben wir damals ein Wartungsfenster verschoben? Ja, weil da war irgendwas in der Rohrfertigung und so weiter.
Das Ende von dieser Besprechung war, dass jeder einen guten Grund hat, warum es nicht funktioniert hat. Und die Gründe gab es dann tatsächlich. Das einzige Problem war, dass ich zuständig war, dass das hätte klappen sollen. Und deswegen, und warum lag das? Weil unser System in dem Fall nicht ausgelegt war für derartige Störungen. Und deswegen ist es wichtig, dass man Dinge voneinander entkoppelt, dass auch lokale Verantwortung entsteht. Weil es ist nicht gesagt, dass es nicht trotzdem hätte funktionieren können. Aber es ist so ein menschliches, also gerade in Deutschland, wie ich sage, es ist eine gewisse, wenn wir einen Prozess haben, der in 50% der Fälle funktioniert und 50% der Fälle nicht, und wenn es nicht funktioniert, liegt die eine Hälfte bei unseren freundlichen Kollegen und die andere Hälfte liegt bei uns, dann deuten wir immer erstmal auf die Kollegen. Also als das losging, in den 90er Jahren, in den ersten Verbesserungsanstrengungen in Deutschland, dann wurden alle Leute aufgefordert, aufzuschreiben, was man besser machen kann. Hat jeder aufgeschrieben, was die anderen besser machen müssten, damit man selber besser arbeiten kann. Ja, also wenn die jetzt endlich das täten, dann wäre es bei uns alles besser. Das bewirkt aber nichts. Ne? Das ist so wie in der WG, hättest du, also wenn du das Bad geputzt hättest, dann hätte ich euch auch Chips gespült, aber ich konnte nicht, weil und so weiter. Und deswegen muss man Sachen so weit entkoppeln, dass den Leuten klar wird, und das ist in Deutschland ungefähr bei 80% der Fälle so, dass sie sagen würden, ich müsste jetzt erstmal vor der eigenen Tür gehen. Deswegen versuche ich mal den Effekt zu erzielen, sage, strecken Sie mal Ihre rechte Hand aus und klappen Sie den Ellbogen ein und dann muss man an seine eigene Nase fassen. Nur dann wird es wirklich besser, wenn die Leute in ihrem eigenen Verantwortungsbereich was verändern. Ich lasse mir ungern von anderen Leuten, Kollegen, was sagen. Ich bin super dabei, auch als Professor bin ich nicht eitelkeitsfrei, ich glaube Professoren überhaupt nicht, oder meine Frau will es tief unterschreiben. Ja. Und wenn man sagt, wo man es macht, so, oder du bist schuld, dann würde ich sagen, ah, überhaupt nicht. Ja. Was man aber eher schaffen kann, ist zu sagen, Mensch, Herr Florenz, das sieht doch cool aus, hättest du sowas nicht auch gern sein? Ja, so. Also, deswegen, man muss Sachen standardisieren und stabilisieren, indem man sie entkoppelt, und deswegen brauchen wir Supermärkte. Bei den Supermärkten kann man relativ leicht durch visuell feststellen, ob alles in Ordnung ist und ob zwei Prozesse voneinander ordentlich gekoppelt sind. Dann muss man feststellen, was ist der Schrittmacherprozess. Schrittmacherprozess ist der Prozess, der alles andere ansteuert. Jeder, der von Ihnen in dem Instrument, im Orchester gespielt hat, der weiß, es gibt einen Dirigenten und auf den einen Dirigenten guckt man. Wenn mehrere Leute versuchen zu dirigieren, funktioniert nicht so richtig. Ne? In vielen Unternehmen ist es aber wie da vorne in diesem Beispiel, es gibt x Pläne und für jeden Bereich gibt es eigene Pläne, die irgendwie miteinander zusammenhängen, aber so genau weiß das nicht. Deswegen ist es wichtig, an welcher Stelle steuern wir ein und der ganze Rest folgt eben. Ne? Die Leute, die sind alle so geschickt, dass sie sagen, naja, also da gibt es einen Plan, aber ich weiß was Besseres. Ich hatte gerade am vorletzten Wochenende habe ich ein super Beispiel, wie das funktioniert. Ich war mit meinem Sohn und meinem Patenkind, waren wir Skifahren. Das Patenkind ist 7 und ist aus dem Schlepplift gefallen. Und mein Sohn ist 12 und ist mein Sohn. Ja. Mit allen Vor- und Nachteilen. Meine Frau wird überhaupt nicht Nachteil. Und wir sind hinterher gefahren, also der ist 12, aber das ist schon, also wir haben wunderbar gesagt, ein Alter fliegt aus dem Lift. An der ersten Stelle, wo man so einen Zielweg überschreitet, war ich keine Katastrophe, weil da kann ich dann rausfahren, auf die Piste, fährst runter auf den Sessellift, weil der Schlepplift ist gehasst dort in dem Skigebiet. Und ich sage, Hannes, steig aus! Hannes sagt, nein! Und dann, ne, ich bin dann ausgestiegen, musste mich um Malte kümmern, ne, also das kennst du ja auch, also bevor du dich ums eigene Kind kümmerst, erstmal das von Fremden. Ne? Und dann stellt man sich hinten bei und sagt, wir treffen uns bei Katica! Das ist so eine Hütte ohne Lift, ne? Und Hannes sagt, nein! Und brüllt noch was anderes, was ich aber dann schon nicht mehr verstanden habe, weil er den Berg gehoben ist. Also, haben wir dann ausgebuddelt, wir sind da runtergefahren, der war ganz tapfer, ist mit seiner Pizza da über die Eisen mit der runter sein. Wir kommen zurück zu Katica, kein Sohn. Auf, runter, hin und her, kein Sohn. Dann meinte ich, ah, dem Hannes ist was passiert. Hier also, sag ich, ja, wie kommt man da hin? Weil da, wo der Schlepplift läuft, also wegen rechts und links schwarze Pisten runter, die wollte ich mit einem 7-Jährigen, der Pizza fährt, nicht unbedingt runterfahren. Also hoch geguckt, kein Hannes. Dann wieder runtergefahren, immer noch kein Hannes. Ne? Das war 15.35 Uhr, Lifte laufen bis 4, Fahrt der Herz, machen sich Panik. Dann also, ja, zu Lift, Leute, könnt ihr mal umfunken, habt ihr irgendwo einen kleinen Lumpen mit vor Ort? Und Gott sei Dank hatten sie einen, und der kam dann vom Berg runtergeschossen, Tränen überströmt, das war mein einziger Trost, ich sagte, dir geht's schlecht, aber der heult bestimmt noch viel mehr. Und der kam. Und was war das Problem? Das war natürlich super zum Rausarbeiten, das hört man seitdem jedes Mal. Ne?
Er hat sich nicht, also hat sich an einen Plan gehalten, sondern hat gemeint, er muss seinen eigenen Plan machen. Erstens, dass er jetzt aussteigt, also eigentlich bei Udo zusammen, und zweitens, dann noch einen anderen Treffpunkt ausmachen wollte. Deswegen auch in Wien ein gemeinsames Ziel und nur dieses eine Ziel. Dann ist ganz wichtig, orientieren nach Taktzeit. Das heißt, man sollte versuchen, einen gleichmäßigen Fluss und einen gleichmäßigen Rhythmus reinzukriegen, möglichst das zum Fließen zu bringen, und dann kommen Dinge wie Busszeiten reduzieren, dann die Losgröße reduzieren und dann die Nivellierung einzuführen, indem Sie uns dann möglichst jeden Tag das Gleiche machen. Und wenn Sie das machen, dann entsteht ungefähr ein solcher Wertstrom. Und die sehen irgendwie alle immer ähnlich aus, aber muss ich trotzdem jedes Mal neu arbeiten. Also wir haben immer noch denselben Kunden, der schickt uns immer noch dieselben Informationen. Aber jetzt bilden wir das Ding in drei, jetzt bauen wir da wieder eine Loops aus. Nämlich, sagen, der Kunde kommt, sagt uns, was er haben will, wir verschicken das. Die kann man machen, und das, was wir haben, sind linke und rechte Träger. Und da wollen wir zwei Tage Bestand haben, nicht so viel wie vorher, und uns von diesen Kunden zu entkoppeln. Wenn dabei das frei wird, die kann man machen, dann werden sie nivelliert und steuern von da aus das Schweißen und die Montage an. Ja? Und die Kollegen schweißen und montieren, was wir entnommen haben, sodass das dann nachher wieder in den Supermarkt geht. Ja? Die haben wir zusammengefasst, das gehen wir jetzt heute nicht drauf ein, in die sogenannte Chaku-Chaku-Linie, sodass man die Teile 1 und 2 erreichen kann. Und hier entkoppelt sich von dem Bestandsprozess durch einen Supermarkt. Das heißt, wir sorgen dafür, dass hier immer was drin liegt, sodass die schweißen und montieren können. Und dass eben es nicht dazu kommt, dass sie sagen, hätten ja schon, wenn sie gehabt hätten. Und die Kollegen, die hier die Bestandshilfe geben, die müssen dafür sorgen, dass hier im Supermarkt immer eine definierte Menge liegt. Die produzieren größere Lose, weil man diese Bestandshilfe umrüsten muss. Wir haben das geschafft, um das Zeichen auf ein Minimum zu reduzieren. Und dann entstehen drei Loops, nämlich ein Abfallloop Versand in die Schweiß-Endmontage. Dieser wird durch diesen Supermarkt entkoppelt vom Stanzen, und dieser Supermarkt und diese Stanzen wird entkoppelt von den Lieferanten durch einen Supermarkt mit entsprechenden Kreuz. Und auch hier entsteht jeweils lokale Verantwortlichkeit für die Prozesse und für die stromabwärtsliegenden Bestände. Und dann kann man diesen Prozess wunderbar führen. Was haben wir uns vorgenommen? Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Woher hat es gelegen? Und was müsste verbessern? Also wichtig ist, sozusagen diesen ganzen Prozess mit einer Zentralsteuerung zu zerlegen in dezentralen Loops, die miteinander zusammenhängen. Dann braucht man eben einen Jahresplan, was ich gerade gesagt hat, immer, was man machen soll, was soll getan werden, Schritt für Schritt. Definieren Sie messbare Ziele und liefern und Meilensteine und Verantwortlichen. Ja. Fangen Sie immer hinten an beim Kunden und schwimmen Sie dann nach oben, und dazwischen muss man mit ein bisschen reichlich gespannten Leistung entkoppeln. Sie können auch in mehreren Schleifen gleichzeitig sparen. Mein Lieblingswerk hat aber Porsche, der Herr Wolf. Der hat damals gesagt, Herr Fummels, ich bringe alle zum Laufen. Es ist besser, 5000 Leute machen einen Schritt, als wenn ein Mensch 5000 Schritte macht. Und der tatsächlich schafft, alle Leute gleichzeitig zu beatmen. Das war ein genialer Führungskraft. Ne? Und dann innerhalb der Schleife, wenn Sie dann die Schleifen gebildet haben, dann kann jede Schleife in dem für Sie richtigen Tempo sich weiterentwickeln, nämlich Richtung kontinuierliches Fließen. Kleine Lose, kleine Weitergabemengen, das erinnert sich an Warten und Bedienen, das macht den Durchsatz besser. Über die Supermarkt entkoppeln wir uns eben, dann können Sie das im Mixausgleich einführen und dann eben einen fortlaufenden Verbesserungsprozess einführen. Aber die Voraussetzung dafür ist die Entkopplung dieser Schleifen des Gesamtprozesses durch Schleifen. Ich höre immer wieder, und da muss ich Ihnen wissenschaftlich die Antwort fallen, Herr Vorwärts, wenn wir das so mit Supermärkten entkoppeln, dann haben wir ja mehr Bestände als vorher. Da kann ich nur sagen, für alle die Dinge, wo wir das jeweils gemacht haben und durchgerechnet haben, es ist nie mehr Bestand geworden als an der Istaufnahme. Deswegen ist auch immer wichtig, eine gute Istaufnahme zu machen. Es ist wirklich nie mehr geworden. Was allerdings tatsächlich häufig passiert ist, dass wir festgestellt haben, dass die Bestände an der falschen Stelle auf den falschen Sachnummern lagen. Ja? Da gibt es so tradierte Verhältnisse, wer denn eigentlich schuld ist an was und wo sich Bestände sammeln. Und die stimmen meistens mit der Wirklichkeit überein. Ich hatte da einen Kollegen, den ich sehr schätze, und wir hatten, als wir das zum allerersten Mal eingeführt haben, bei einem relativ großen Werk, und wir hatten die Hosen voll und gesagt, Herr Vormanns, wir müssen da unbedingt zum Bereichsvorstand und
uns zusätzliche Bestände freigeben lassen. Das heißt, Leute, unsere Auslegung zeigt doch, ihr braucht gar keine zusätzlichen Bestände. Ja, aber trotzdem, wer weiß und so, entkoppelt Bestände. Also okay, ich gehe mit, ihr müsst mit zum Preisvorstand, weil dieser Preisvorstand war früher mein ehemaliger Kollege für Produktion in einem anderen Bereich gewesen. Also sind wir hingegangen und der Herr Müller war Gott sei Dank sehr cool und hat gesagt, also ich unterschreibe euch die zusätzlichen Bestände, aber ihr werdet sehen am Jahresende, ich wette mit euch eine Flasche Wein, ihr werdet sie nie brauchen. Und so war es dann. Aber das Gute war, er hat das locker gesehen, weil er auch wahnsinnig viel Erfahrung hat, und sagte, macht mal und dann, das wird schon klappen. Viele junge Führungskräfte sehen das nicht so entspannt. Aber deswegen kann ich nicht mal sagen, man kann es nicht garantieren, dass man nicht mehr braucht. Es kennt keine mathematische Formel, die das irgendwie nahelegt. Aber die Erfahrung zeigt, es ist nicht so. Aber wichtig ist eben, dass man diese Entkopplung kriegt und dadurch lokale Verantwortung. Bei dieser zentralen Steuerung, wo jeder Listen durch die Gegend schickt, ist nachher keiner schuld, wie bei meinem Beispiel, das ist was nicht. Also, das macht eine Interaktion. Du musst ehrlich überlegen, wo wollen